Ein Schlägerei-Eklat? Dass beide gegangen sind, war die richtige Entscheidung, denn Gewalt hat hier keinen Platz. Etwas creepige Komplimente? So, natürlich, so, einfach perfekt. Die Prinzess ist... Und gibt es in der ersten Folge schon einen Kuss? All das und noch einiges mehr schauen wir uns in der ersten Folge von Princess Charming an, die offenbar tatsächlich die erste lesbische Dating-Show auf der ganzen Welt ist. Und genau deswegen werde ich das Ganze auch wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Ganz am Anfang wurde logischerweise erstmal die Princess überhaupt vorgestellt. Und die ist nicht nur ziemlich sympathisch, sondern heißt auch Irina Schlauch. Das ist auch nur ein mittelgeiler Nachname. Ich bin Irina, 30 Jahre alt, aus Köln und die erste Princess Charming. Irina ist zwar noch gar nicht so lange Single, aber wünscht sich jetzt eine dauerhafte Frau an ihre Seite. Und das klingt ja jetzt schon ziemlich romantisch. Ich wünsche mir das Gefühl von Geborgenheit und eine Partnerin zu finden, die einfach bleibt. Auch beruflich ist sie ziemlich erfolgreich und steht damit schon mal besser da als so ziemlich jeder Bachelor, den es mal bei RTL gegeben hat. Irgendwie auch faszinierend. Von Beruf bin ich Rechtsanwältin im Immobilienrecht. Einen großen Nachteil hat Irina allerdings, zumindest für so faule Menschen wie mich. Sie liebt nämlich Sport. Ich mache am liebsten Sportarten, die was mit Action zu tun haben. Je mehr Action, desto besser kann ich runterkommen. Außerdem hat Irina noch eine große Leidenschaft, die üblicherweise meistens mit Männern assoziiert wird. Was ich ehrlich gesagt noch nie so ganz verstanden habe. Ich habe, als ich klein war, mit Fußball angefangen und war dann das einzige Mädchen in einer Gruppe von Jungs. Ja gut, aber zum Glück ist sie damals irgendwie gar nicht besonders aufgefallen oder so. Denn sie hat sich quasi ein bisschen getarnt. Sah zwar selber auch aus wie ein Junge. Naja, also was soll ich sagen? Insgesamt klingt das auf jeden Fall ziemlich bodenständig und vernünftig und auch schon wieder besser als in jeder Bachelor-Staffel bei RTL. Und ich glaube, Irina wird schon die Richtige finden, die übrigens die ganz schlimmen Sachen zum Glück nicht machen muss. Sie muss nicht mit mir aus dem Flugzeug springen. Und dann war es auch schon soweit und die vielen Bewerberinnen um Irinas Herz wurden vorgestellt. Allerdings konnten die sich gar nicht darüber einigen, wer zuerst aus dem Auto aussteigen darf. Bitte, Ladies first. Ja, na gut, nachdem das dann jedenfalls geklärt wurde, ist hier dann auch die erste offizielle Kandidatin, die einen ganz klaren Wahlspruch hat. Let's go, Lesbians! Schön, die Dame heißt dann übrigens Biene und kommt wie 99,7% aller Kandidatinnen aus Berlin und hat einen ganz kleinen Putzwimmel. Was eine krasse Macke ist, ist, dass ich meine Fernbedienungen alle in Folie packe. Interessant. Und beim Cast der Sendung wurde übrigens auf eine Sache scheinbar relativ viel Wert gelegt. Biene ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Ich bin auf jeden Fall ganz klar lesbisch und da bin ich stolz drauf. Cool, und bekanntermaßen gibt es da draußen ja jede Menge Leidenschaften und besondere Vorlieben. Und denen zu Ehren wurde dann in der Frauenvilla auch erstmal die richtige Fahne gehisst. Okay, und jetzt ziehen. Wir sind da. Unseres, das ist jetzt unseres. Naja, und dann bewiesen die Frauen auch gleich mal, dass sie wirklich alles mindestens genauso gut machen können wie Männer. Und das stimmt wirklich, denn sie haben die Sektflaschen wirklich genauso schlecht aufgemacht wie ein durchschnittlicher Bachelorette-Kandidat. Ja, okay, aber dann gucken wir uns doch diese erfolgreiche Sportschützin mal gleich ein bisschen näher an. Und die kommt übrigens sogar ganz aus meiner Nähe. Ich bin Miri, ich bin 27 Jahre alt und ich wohne in Kiel. Für sie gilt übrigens das, was für einige der Kandidatinnen in dieser Sendung auch eine ganz besondere Rolle spielt. Denn sie möchte natürlich die Frau ihres Herzens kennenlernen, gleichzeitig aber auch gerne ein Vorbild sein. Es ist einfach so, dass ich als Teenager einfach jemanden gebraucht hätte im Fernsehen, der Frauen liebt, den ich bewundern kann. Ja, und in Sachen homosexuellen Frauen ist Miri sowas wie in der Champions League. Ich bin ganz ehrlich, ich habe in diesem Format jetzt schon einiges Neues gelernt. Ich habe schon mal mit einem Mann geknutscht, aber ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Das nennt man in der Szene übrigens Goldstar-Lesbien. Okay, ob die anderen Frauen in der gleichen Liga mitspielen, das wurde leider dann erstmal nicht erklärt. Die schauten sich aber dafür die Villa mal ganz genau an. Jawohl, da unten ist der Sexkeller, glaube ich. Naja gut, darüber kann man jetzt vielleicht ein bisschen streiten, aber immerhin ist dort ein Schlafraum. Allerdings für 10 Frauen gleichzeitig und das ist eindeutig zu viel. Jo, wir gehen gleich mal woanders hin. Nee, auf gar keinen Fall. Hier nicht. Gut, aber wer ist denn diese etwas sehr wählerische Frau da eigentlich ganz genau? Die übrigens total überraschend auch mal wieder aus Berlin kommt. Ich bin die Ulle und ganz froh sein, wenn du mich hast. Ulle hat übrigens laut eigener Aussagen ganz, ganz viel Erfolg bei Frauen. Und bescheiden ist sie dann auch noch.
Krass. Durch mein wunderschönes Gesicht, was die Ladies mir zu Füßen liegen lassen. Du Ulle, ich weiß jetzt nicht, wie ich dir das sagen soll, aber ich glaube, arrogante Menschen mag niemand. Vielleicht solltest du lieber ein bisschen tiefer stapeln. Das wäre ziemlich arrogant, wenn ich jetzt sagen würde, es hat keiner eine Chance gegen mich, aber es ist trotzdem so, es hat keiner eine Chance gegen mich. Naja, und diese etwas besondere Lebenseinstellung von Ulle, die fiel den anderen Frauen natürlich auch sofort auf. Richtig begeistert waren die jetzt offenkundig nicht. Ich bin One-Woman-Show. Gut zu wissen, wenn du heute Abend gehst, bleiben wir hier. In der Zwischenzeit wurden übrigens noch weitere Kandidatinnen zur Villa gefahren. Und oh mein Gott, das werden am Ende 20 Stück und ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie ich mir die ganzen Namen merken soll. Aber eine Sache können die auf jeden Fall richtig super, mittelgrausam singen. It's getting hot in here, so take off all your clothes. Okay, von diesen Supersängerinnen gucken wir uns am besten die da als erste an. Das ist nämlich sogar eine Kollegin von mir. Hallo, ich bin die Anja, ich wohne in Leipzig, ich bin 30 Jahre alt und ich bin YouTuberin. Tja, und Anja hat da mit über 700.000 auf ihrem Deutschlernkanal deutlich mehr Fans als ich. Wenn du möchtest, dass ich deswegen nicht ganz traurig bin, würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und auch sie hat in dieser Sendung übrigens sowas wie eine Mission. Sie möchte nämlich gegen die Sexualisierung von Lesben einstehen. Und dass das nicht nur in lesbischen Pornos vorkommt oder so. Ja, dass wir echt cool sein können. Die nächste Frau scheint dann nicht nur eine direkte Nachfahrin von Goethe zu sein, sondern sie mag auch keine Kinder. Oh mein Gott, eine Schwester im Herzen. Oh, der Wind, der Wind. Kein schreiendes Kind, so mag ich das. Sie ist übrigens Kathi, ist 29 und kommt total überraschenderweise mal wieder aus Berlin. Ursprünglich allerdings von woanders her. Aufgewachsen bin ich in Berlin, bin aber gebürtige Moskauerin. Ja, und da scheinen wohl zumindest einige noch etwas konservativer zu denken. Denn Kathis sexuelle Ausrichtung ist da auf jeden Fall nicht besonders akzeptiert. Meine Familie denkt, dass ich in einer Phase stecke, weil ich immer noch nicht den richtigen Mann für mich gefunden habe. Auch diese Frauen waren in der Zwischenzeit endlich bei der Villa angekommen, die von Ulle offenkundig schon vollständig in Beschlag genommen wurde. Schönen guten Tag, willkommen in Casa Ulrike. Hallo! Hey. Hallo! Großzügigerweise von Ulle allerdings doch noch reingelassen wurde unter anderem auch die nächste Kandidatin, die, wie ich finde, einen echt schönen Namen hat. Hi, mein Name ist Jaya. Ich bin 28. Ja, und außerdem ist Jaya dann eine Kandidatin, die sich selbst als nicht-binär verortet und uns hier nochmal ganz kurz erklärt, was sie damit meint. Wenn man nicht binär ist, dann ist es nicht Mann, nicht Frau. Und auch sie hat durchaus ein Anliegen, nämlich ihre persönliche Weltsicht durch die Sendung den Zuschauern ein kleines bisschen näher zu bringen. Und ich glaube, mit den nächsten Worten hat sie auf jeden Fall total recht. Der Regenbogen ist groß, es gibt noch so viele bunte Farben, die wir alle zeigen müssen. Außerdem mit dabei ist dann auch noch eine andere Kandidatin mit einer wirklich ekelhaften Angewohnheit. Die mag nämlich auch Sport. Ist das ernsthaft alles, was es an Sportgeräten gibt? Sie heißt übrigens Britta und kommt tatsächlich mal nicht aus Berlin, sondern aus Aachen und hat relativ lange bei der Bundeswehr gedient, wo ich jetzt kurz gedacht hätte, dass man es als lesbische Frau vielleicht eher schwer hat. Ihr ist allerdings eher das Gegenteil passiert. Gerade als lesbische Frau hatte ich eher das Gefühl, vielleicht sogar ein bisschen mehr von den Jungs akzeptiert zu werden. Die mittlerweile dann ja schon 10 Menschen guckten sich die Villa dann nochmal ganz genau an und entdeckten unter anderem, dass es noch einen Schlafraum direkt neben der Toilette gibt, mit möglicherweise ganz bestimmten Geruchsnachteilen. Wenn du hier kacken musst und hier schlafen alles Leute. Ja, hast du verschissen, würde ich sagen. Am begehrtesten sind natürlich wenig überraschend die Einzelbetten. Und Königin Ulle steht davon natürlich definitiv eines zu. Denkt sie zumindest selbst, hat dafür aber auch immerhin eine Begründung. Na, ich habe gedacht, weil ich halt so laut schnarche, dass ich dann lieber... Ach so. Naja, und an sich hat Ulle mit dieser Einschätzung natürlich recht. Blöd nur, dass sie halt gelogen war. Ich schnarche nicht, aber wie ich ja gemerkt habe, ist das irgendwie ein Punkt, der zieht. Eine Kandidatin, die in dieser Gruppe übrigens noch gar nicht vorgestellt wurde, ist dann die nächste. Und auch die sagt wieder etwas wirklich Wundervolles. Noch eine Schwester im Geiste. Ich mag keine Menschen. Da bist du falsch. Ja, und diese sympathische 27-Jährige heißt dann übrigens Niki und hat auch eine ganz klare Traumfrau vor Augen, nämlich sich selbst. Ich würde mir wünschen, dunkle Haare, helle Augen. Wow, ich beschreibe mich selbst. Die Kandidatin, die dann danach vorgestellt wurde, die wird insbesondere nochmal in dieser Folge wichtig und ist, sagen wir mal, etwas besonders. Und die kommt nicht mal aus Berlin.
Ich bin die Sonja, ich bin 30, komme aus Österreich. Ja, und sie ist außerdem auch noch erfolgreiche Absolventin der Liebe auf den ersten Blick Akademie mit Auszeichnung. Es könnte sein, dass ich mich in 2 Minuten verlieb. Okay, Sonja, ich finde das ja irgendwie ganz cool, wenn man sich relativ schnell mal verschießt. Aber 2 Minuten ist ja schon ein bisschen fix, oder? Also länger wie eine halbe Stunde dauert es eigentlich nie. Okay, Sonja, dann frage ich einfach mal ganz anders. Wie seltsam findest du dich denn eigentlich selbst auf der 10er-Skala? Also von einer Skala von 1 bis 10, also so 11. Die nächste heißt Lou und ist mit 20 Jahren eher ein Küken in der Runde und ist eine der wenigen, die scheinbar nicht sowas wie ein klassisches Coming-out hatte. Ich finde es ja immer noch traurig, dass man heutzutage sowas überhaupt noch braucht. Ein Teil meiner Familie weiß gar nicht, dass ich mich ausschließlich für Frauen interessiere. Okay, aber dann können wir ja auch schon zum letzten Auto mit neuen Kandidatinnen kommen. Und die hatten sogar ihre eigene Hymne. Wenn wir kommen, gibt's eine Massenleckerei. Ja, auch dieses Gesangswunder kommt übrigens aus dem wunderschönen Norddeutschland. Das sind halt einfach mit Abstand die coolsten Menschen. Moin, ich heiße Vicky, ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Ja, außerdem ist Vicky ziemlich offen und zeigt auch gerne anderen Frauen mal ihre Tattoos, was RTL vielleicht ein ganz kleines bisschen komisch zusammengeschnitten hat. Geil. Ansonsten lebt Vicky nach der Devise, sie macht nur, worauf sie Bock hat. Und dabei kackt sie auch auf gesellschaftliche Erwartungen. Sehr vernünftig. Ich rasiere mich wann und wo, wenn ich das will, dann mache ich das oder auch nicht. Die nächste Kandidatin, die ich euch zeigen möchte, wird von ihren Mitstreiterinnen erstmal altersmäßig eingeschätzt. Leider scheint das aber gar nicht so einfach zu sein. Du bist 21. Nein. 22. Nein. Noch älter? Ja, sie ist tatsächlich noch älter. Da fühle ich mich direkt mal wieder wie ein Opa. Ich bin Tabea, aber die meisten nennen mich Tabi. Ich bin 25 Jahre alt und ich finde übrigens, Tabea hat den mit Abstand besten Grund, an dieser Sendung teilzunehmen überhaupt. Also rein logisch kann man auf jeden Fall gar nichts dagegen sagen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich überhaupt kein Mensch bin, der gut Single ist. Die nächste Frau ist dann übrigens noch mal älter als 25. Und oh mein Gott, ich bin wirklich schockiert, dass es überhaupt so alte Menschen gibt. Und die würde gerne mal was Richtiges trinken. Kann ich nicht tauschen, Radler gegen... Hey, nimm einfach 2 Sachen in die Hand. Nein, nein, meine Mama sieht das. Sie heißt dann übrigens Jana, 26 und kommt aus Dorsten. Und sie wünscht sich eine ganz klassische Familie. Mein Traum ist es, seitdem ich denken kann, später zu heiraten, Kinder zu haben. Ja, und auch wenn ja leider auch das immer noch ein Grund ist, der gesellschaftlich heute oft nicht ganz so akzeptiert wird, in Janas Familie wird es das auf jeden Fall. Hey, mein Opa ist 90, er ist Pastor und selbst er versteht das. Gut, und damit waren dann auch endlich alle Frauen beisammen. Und sorry übrigens, ich hätte euch gerne alle vorgestellt, aber das hätte dann ungefähr 17 Stunden gedauert. Und man konnte dann das tun, was man immer in dieser Art von Formaten macht. Saufen. Das machen scheinbar wirklich alle Menschen gern. Gut, dann fehlt jetzt ja eigentlich nur noch die Princess und es hofften natürlich alle darauf, dass sie möglichst ihre Traumfrau sein könnte. Wobei es natürlich eigentlich auf was anderes ankommt. Die hässlich sind. Naja, und um dann nicht hässlich rüberzukommen, wollte man natürlich noch einiges an sich verbessern. Zum Beispiel seinen Geruch gerne auch mit wirklich harten Mitteln. Ich stinke so doll. Brauchst du Deo? Am liebsten Desinfektion. Hat irgendjemand Desinfektionszeug dabei? Nein, das nicht. Aber immerhin wurde dann am Ende ein bisschen Deo gefunden und wirklich so ziemlich auf jede mögliche Stelle gesprüht. Und obwohl dann eigentlich alle Menschen relativ glücklich mit ihrem Aussehen und so weiter waren, eine hatte da so ihre Probleme, die arme Österreicherin Sonja. Ich schaue scheiße aus. Oh nein, du bist perfekt. Aber ich bin nicht wie ihr. Was ich aber wirklich schön fand, war, dass dann alle erstmal versucht haben, Sonja ein bisschen zu trösten, sogar mit durchaus fühlbarem Erfolg. Ja. Deine Art und Weise alleine, du bist top. Wirklich, hey, guck mal, du hast richtig schöne Kurven. Später am Abend war es dann endlich soweit und die Princess kam in die Villa. Und ich glaube, viel besser ankommen kann man nicht. Das Erste, was ich dachte, war, oh mein Gott, sie ist schön. Wow. Naja, und normalerweise hätte man sich dann ja wenigstens gerne der Princess mal vorgestellt und einen kleinen Satz gewechselt. Da hatte Sonja allerdings was dagegen. Darf ich dich gleich mal entführen? Ja, sehr gerne. Und du hast auch nicht mal deinen Namen gesagt. Ja, und dann hat Sonja Irina auch gleich mal angefangen, ganz tolle Komplimente zu machen, die auch fast überhaupt nicht creepy oder so waren. So, natürlich, so einfach perfekt. Die Princess ist... Ja, und dann hat Sonja Irina zwischen den Zeilen nicht nur mitgegeben, dass sie am liebsten scheinbar ausstopfen würde, sondern sie auch gleich schon mal überall angefasst. Okay.
Also Sonja wurde auch sehr touchy irgendwann. Für den ersten Eindruck vielleicht nicht so vorteilhaft. Naja, aber was macht man dann logischerweise, wenn man es mit den Komplimenten und mit dem Anfassen gleichzeitig ein bisschen übertreibt? Richtig, man macht einfach beides parallel. Wunderhübsch, du brauchst nicht nervös sein. Ja, danke schön. Irgendwann kam dann auch noch Ulle und wollte ganz gerne auch ein bisschen Zeit mit Irina verbringen. Und sagen wir mal, Sonjas Reaktion war wieder ein bisschen extravagant. Hey Ladies, I can see here. Tja, und Ulle sollte man ganz offensichtlich definitiv nicht provozieren. Zwischen den beiden Frauen lief es definitiv nur so mittel. Wollen die dann mal fertig? Ja, ist ja egal. Wenn ich da bin, ist sie erst fertig, verstehst du? Andere stellten sich beim Flirten mit Irina übrigens deutlich besser an. Ich habe nämlich übrigens tatsächlich auch schon mal ein Buch geschrieben und diesen Satz hier kenne ich von meinen alten Dates. Und ich war damit immer tatsächlich relativ erfolgreich. Warum geht's denn in deinem Buch? Das verrate ich dir vielleicht, wenn wir ein Date haben. Andere flirteten hingegen deutlich defensiver, aber auch damit kann man scheinbar bei Irina landen. Das hier klingt, finde ich, wirklich schon sehr positiv. Ja, Miri hat mir so ein Gefühl von Sicherheit gegeben und hatte auch so eine ganz ruhige, angenehme Art. Sonja übte sich währenddessen weiter in ihrem absoluten Lieblingshobby, nämlich Mini-Nervenzusammenbrüche kriegen und Irina anhimmeln. So, die ist so perfekt. Ja, willst du mal hingehen und gucken, ob das stimmt? Na. Das wiederum bekam dann nochmal Ulle mit und machte Sonja dann ein kleines bisschen nach. Und ich sag's mal so, das wird heute noch stressig. Ja, ich find die nicht verkehrt. Und dann gab es auch schon direkt den nächsten Aufreger wegen Sonja. Da spekuliert wohl schon mal wieder jemand auf eine Dschungelcamp-Teilnahme. Nein, Sonja ist dann tatsächlich nicht gegangen, allerdings ist etwas ähnlich Dramatisches passiert. Also ein bisschen übertreibt sie vielleicht schon. Princess hat Sonjas Geschenk vergessen in der Villa und das hat dann zu Tränen geführt. Ja, und während die meisten dann versuchten, die arme Sonja ein bisschen zu trösten, imitierte Ulle sie lieber noch ein bisschen weiter und dann wurde es ein bisschen böse. Ich will jetzt gehen. Nein. Ja, und dann ist Ulle aber erstmal weggegangen und ich hatte eigentlich gehofft, dass sie ein kleines bisschen runterfährt. Dann wollte sie allerdings unbedingt nochmal mit Sonja reden. Aber sei bitte cool und ja, ich bin cool. Einfühlsam. Naja, und wie soll ich sagen, das mit dem Einfühlsamen hat jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert? Denn dann kam plötzlich diese Einblendung hier von TV Now. Leider kommt es bei Sonja und Ulle zu einer Auseinandersetzung, die bei Princess Charming keinen Platz hat. Okay, und was auch immer da jetzt ganz genau passiert ist, muss definitiv krass gewesen sein, denn auch die Princess fand wirklich sehr deutliche Worte. Dass beide gegangen sind, war die richtige Entscheidung, denn Gewalt hat hier keinen Platz. Die meisten anderen Menschen waren dann zusammen eine Mischung aus entsetzt und empört. Elsa bringt das hier, finde ich, mal ganz gut auf den Punkt. Ich möchte doch nicht, dass unsere Community mit solchem Verhalten irgendwie in Zusammenhang gebracht wird, denn das sind wir nicht. Na gut, aber fairerweise muss man natürlich sagen, dass es, glaube ich, in jeder Community so eine und solche gibt und insofern sollte man das jetzt nicht unbedingt darauf beziehen. Und dann kam übrigens auch schon die erste Auswahlzeremonie, bei der man dann so ähnlich wie beim Bachelor allerdings statt einer Rose eine Kette bekommt. Und ich finde immer, die erste Wahl einer solchen Staffel drückt ja doch schon immer einiges aus. Und so hat sich Irina entschieden. Du hast mir einen sehr leckeren Drink gezaubert und als Dankeschön dafür würde ich dir gerne eine Kette überreichen. Am Ende gab es dann allerdings wegen den zwei Disqualifizierten für jede verbliebene Person eine Kette und es wurde am Ende doch noch ziemlich versöhnlich. Gute Nacht. Tja, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit der ersten Folge von Princess Charming. Aber auch die nächste wird, glaube ich, ziemlich gut, denn es möchte offensichtlich wirklich jeder die Princess haben. Also ich glaube schon, dass ein Konkurrenzdenken auf jeden Fall da ist. Und es gibt sogar die ersten Kampfansagen. Ich stehe euch allen im Weg bald. Wenn du auch das noch sehen willst, dann zeig's mir jetzt bitte unbedingt durch ein Abo, einen Daumen nach oben oder einfach dadurch, dass du das Video deinen Freunden empfiehlst. Denn ich bin ganz ehrlich, ich werde erst anhand des Feedbacks dann entscheiden, ob ich noch einen zweiten Teil mache oder nicht. Naja gut, aber andererseits musst du das natürlich streng genommen sowieso alles machen, denn sonst musst auch du mit Ulle eine Unterhaltung führen. Mm.